Willkommen zurück, es ist Mittwoch und wir machen heute mal was ganz anderes, denn wir spielen eine Runde Deep.io. So, den Game-Mode, den wir als erstes mal nehmen, ist Survival, Connecting und Press Enter to Spawn. Game Starting In. Ja. So, wir sind jetzt hier dieser kleine Futz und wir können jetzt hier Gegner schießen. Und müssen aufpassen, dass wir da nicht getroffen werden. So wie hier. Ah, komm schon, den kriegen wir noch. Wir haben ihn nicht gekriegt. Wir waren 13 Sekunden am Leben. Ja gut. Und lass mal zwei Teams nehmen, dann haben wir so ein bisschen mehr die Chance, weißt du? Okay, let's go. We are Team Red. And we mission going to... Also erstmal müssen wir diese Dinger zerstören. So, was machen wir denn? Bullet Damage machen wir mal höher, damit wir halt da mehr von, weißt du, damit wir die mehr kaputt machen können. Weil, wenn wir die schneller kaputt machen können, heißt das, dass wir mehr Punkte kriegen. Und mehr Punkte ist, gab's hier nicht irgendwo, konnte man hier nicht irgendwo dieses Forschungsmodul ansehen? Stirb, Kartoffel, stirb! Oh, wir haben schon 5 Sachen. Okay, dann machen wir Reload schneller, Movement Speed, das Bullet Damage und Body Damage. So. Jetzt sind wir bestens aufgestattet, um wieder auf Klötzchenjagd zu gehen. Ja. 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 Übrigens, für die es nicht wissen, Deep.io ist ein gratis Spiel, was ihr quasi im Online-Modus ich brauche da glaube ich jetzt nichts mehr zu sagen. Komm, ich bin Domination. Kann ja gar nichts, das ist richtig. Oh, aber hier sind schön viele Sachen. Das ist gut. Das ist gut. So. Bullet Damage, Reload, Penetration, Speed. Komm, während wir die kaputt machen, ist der Reload. Und das ist wichtiger. Soll schneller reladen, ne? Oh, das war gut Denglisch. Es könnte von mir gewesen sein. Oh, die bringt viel. So, was machen wir jetzt? Komm, lass mal Machine Gun nehmen. Oh ja, der schießt aber super. Ja, das ist ja natürlich, ne? Apropos, wir können hier schon mal ein bisschen jetzt unsere Health erweitern und der Body Damage und noch uns ein bisschen schneller machen. So, jetzt sind wir schon gut ausgestattet und können hier uns weiter upgraden. Ich meine, wir sind schon Level 17, ab Level 30 gibt es die nächste Upgrade-Stufe, sprich alle 15 Levels. So, komm hier, den noch, jawohl. Jawohl, und dann machen wir die hier noch ein bisschen. Ja, das macht ja schon viel mehr Spaß. Wir können auch schon viel mehr hier Projektile abschießen. So, den holen wir uns auch noch. Das ist meiner. Okay. So. Wir hier noch ein bisschen aufwerten. Sich ein bisschen schneller fortbewegen. Auch nicht schlecht. So. Ne? Kann man eigentlich alles komplett hochleveln? Geht das? Und krass, also man ist, also ihr könnt ihr gerne ausprobieren, ist eigentlich werbungsfrei, außer im Menü vielleicht. Und für die alle, die nicht so einen guten Browser haben, dann gibt es das auch als App. Als Application. So, ja, eigentlich ist das der Sinn dieses Spielmodus liegt da drin. Diese Dinger da, die hier auf der Map angezeigt werden,
dass man die quasi in seiner Farbe einnimmt. Aber bis man erstmal, dazu muss man sich ja erstmal hier eine gute Ausrüstung gemacht haben, um bereit zu sein, dass man da nicht stirbt. Und das ist natürlich ein anderes Ding. Aber wir sind jetzt gleich Level 30, dann könnten wir uns schon mal vorwagen. Nehmen wir den noch mit. Jawohl. Schon noch ein paar Level. Komm schon. Das ist eigentlich ein Sound? Nee, okay, muss ich. Muss ich nachher eine Hintergrundmusik nehmen? Ja, war ich ja kein Problem. Können wir machen. Ja, ja nicht schlimm. Und so, nehmen wir jetzt den Destroyer oder den Gunner? Erstmal den Destroyer nehmen. Was? Das ist alles? Pff, Gott, das ist ja nix. Ja, schon ein bisschen lachhaft. Ey, wie schießt denn der? Der dauert ja 2 Jahre. Und treffen tut er auch nicht. Super. Boah, Mann, wieso haben wir den genommen? Nächstes Mal müssen wir einen anderen nehmen. Oh, wir hätten diesen anderen nehmen sollen. Ich muss hier ganz kurz niesen. Ach Gott. Ey, wir bewegen uns auch voll langsam. Was ist denn das für ein blödes Ding? Das ist Kacke. Diese roten Dinger, da greifen uns auch an. Wir können nichts machen. Ach, das ist doch eine blöde Waffe, ist das. Hier ist ganz schön viel Beschuss. Ja, wenn ich mich auch mitten reinstelle, dann ist wohl noch mehr. Das macht natürlich Sinn. Aber wir sind auch voll langsam und unsere Bälle können halt nichts. Nichts. Nichts können die. Schau mal, ich schieße in die Richtung. Und was passiert? Ja. Wir waren für 4 Minuten am Leben. Jo! Das ist eigentlich Sandbox. Was macht man da? Kann man hier machen? You using an adblocker. Please conceal it to support the game. Hey, kann man sich einfach aufwerten oder was? Das ist ja interessant. Na, lass das mal machen, du. Man brauchen die Dinger immer so lang. So, also Bullet Damage, Bullet Plantation, Reload und das Ganze nochmal. Wie, man tut hier sich einfach, man ist hier quasi in so einer komischen Welt und tut sich hier einfach upgraden. Finde ich gut. Finde ich toll. Hätte gern gewusst, was die andere Variante von unserem Ding da gewesen wäre. So, es geht ja schon mal ganz rasch hier. So. Wie wir die einfach da vorne eiskalt verfehlt haben. Maus. Hallo. Danke. Nee. Was ist denn hier? Hallo. Jungs. Was ist mit meiner Maus los? Na, ja, ich schalte mal kurz um. Das ist aus. Super. Ah. Ich hab mal ganz kurz. Also wir waren Machine Gun gewesen. Und das eine Level kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Kriegen das noch hin. Ja, ich will mal wissen, was wir nämlich da hätten tun können. Wo ist denn, konnte man nicht mal diese. Ach da! Also, wenn wir Machine Gun nehmen, haben wir die Variante zwischen dem und danach können wir den oder den nehmen. Ich glaube, es leckt gerade ein bisschen. Nee, jetzt geht's wieder. So, wenn
gerade setzen das noch hoch und das noch hoch und dann machen das noch hoch und das noch hoch und machen das noch hoch und das noch hoch. Ja, voll, ich schau dir das mal an hier. Zack, 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 alles wird hier weggemetzelt. Wuhu! Klar, grafisch ist jetzt nicht die Schönheit, aber das ist ja der Sinn der RO-Games. Die sind, wie gesagt, gratis und macht euren Adblocker aus, damit kann man die unterstützen. Aber weil das hier Firefox ist, ist der eigentlich immer an. Was ja eigentlich auch gut ist, weil die meisten Seiten sind einfach nur überfüllt von Werbung. Was kein Mensch braucht, ja gut. Für die brauchen das, damit sich das lohnt. Aber eigentlich braucht es kein Mensch. Heißt Body Damage, dass ich damit jetzt Schaden machen kann? Ja. Schön. Dann werten wir das auch mal auf. Meine, schaut euch uns an, wir haben einen Score von 2,5, ne? Das ist zwar noch nicht so viel, aber es geht. So. Machen wir den noch weg. Ach, kann ich wieder nur, ich will nur einmal Level 30 erreichen und einmal schauen, wie overpowered der andere Typ gewesen wäre. Nicht dieser komische Giant oder wie der hieß, der eigentlich gar nichts konnte. Komm schon, ihr braucht nicht mehr viel. Brauchen nicht mehr viel. So. Das geht ja schon richtig schnell hier. Schon ganz nett, ne, wenn man das so hat. Schon ganz nett. So. Hier noch ein bisschen zerstören. So. Ja. Komm schon, Level 26, da geht doch noch mehr. Da geht doch noch mehr hier. Was ist denn das für eine Stimmung hier? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Schönes Party-Lied. Wie heißt die? Es ist also ja so ein Ballermann-Lied oder so. Oder so ein Oktoberfest-Lied. So. Kommen die dann so rein hier, sind alle schon besoffen dann mit ihren großen Krügen. Und dann kommt der Entertainer so auf die Bühne. Oh, die sind da für eine Stimmung hier und alle so Prost. Und wie zur Hölle sind wir jetzt auf Oktoberfest gekommen? Ach ja. Oh Leute, es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel. Also die Reihenfolge dieser Dinge ist so, zuerst gibt es die gelben. Keine Ahnung, wie viel die bringen 10, dann gibt es die roten, wie viel bringen die roten? Habe ich nicht aufgepasst, super. So. Aber ist auch egal, ich will eigentlich nur noch dieses Ding hier fertig kriegen, komm schon. Haut ruf da, jawohl, und nochmal haut ruf da. Jawohl, und hier oben jetzt nochmal so ein blauer, weil die bringen halt richtig viel. Weißt du, die blauen, die sind... Top. Oh ja, komm schon. Ja, und? Na los, komm schon. Ah, nochmal zwei. Schön, und noch einmal. So, Gunner. Alter! Wäre der geil gewesen. Ja. Der wäre krass. Leute, das war eine kleine Folge mit Deep.io. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt doch gerne in die Kommentare rein und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, okay, ihr wollt mehr davon. Kein Problem, ich mache euch mehr davon. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Das ist, wir machen hier so ein bisschen Multikulti. Mein Mittwoch ist immer der Multikulti-Tag und am Freitag geht's weiter mit Roblox. Und bis dann, habt noch einen traumhaften Tag. Macht's gut. Ciao.